Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Meine Lieblingsberlinerin, die füttert mich ja immer mit den neuesten Beauty-News und somit habe ich auch den Start von der neuen Anastasia Beverly Hills Palette diesmal nicht verpasst. Und zwar geht es hier um die Riviera Palette. So schaut sie einmal aus. Sie kam natürlich hier in so einer Umverpackung. Genau in dem gleichen Stil wie das Cover von der Palette. Und ja, ich bin ungeschminkt. Was heißt, ich werde die Palette jetzt direkt mit euch ausprobieren. Ich habe sie noch nicht geswatcht, noch gar nichts damit gemacht. Und jetzt zeige ich euch einmal die Farben. Und Leute, die sind so mega schön. Also hier unten haben wir nur schimmernde Lidschatten und hier oben, das sind nur matte Lidschatten, was ich persönlich ganz gerne mag. Diese Mischung einfach, weil gerade zum Setten und als Übergangsfarbe nehme ich fast immer matte Lidschatten und ansonsten müsste ich halt immer wechseln. Das finde ich dann ein bisschen unpraktisch. Hier ist wie gesagt einfach beides und die Farben, die schreien einfach nach Sommer. Und ich finde ja auch, dass die Palette, also ich finde die ziemlich maritim gehalten, hier mit diesen blau-weiß gestreiften. Und Riviera und Anastasia Beverly Hills kommt hier in so einer goldenen Schrift. Das ist halt für mich eher so ein bisschen sommerlich. Statt jetzt so eine zu Ostern herum eine Palette. Aber gut, das macht der ganzen Sache natürlich nichts. Und ja, bevor ich jetzt länger drumherum rede, würde ich sagen, ich sette eben meine und prime meine Augen und dann sehen wir uns gleich wieder. Setten werde ich hier den Ton E-State nehmen. Das ist dieser Ton, der ist halt nude farmed. Sales, der ist mir irgendwie zu weiß und deswegen nehme ich jetzt einfach die andere Farbe. Die ist ja schon ziemlich hell, aber die gibt sofort Farbe ab. Also hier ist jetzt ein bisschen Fallout, aber ich glaube, das ist irgendwie typisch für Anastasia Beverly Hills. Also ich habe noch keine andere Lidschattenpalette von denen gehabt, wo das einfach nicht war. Bei den einen irgendwie ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Aber das scheint, wie gesagt, einfach typisch für die zu sein. Die Palette, die schreit ja einfach so nach Farbe und deswegen werde ich jetzt ganz gewagt in diesen knalligen Pinkton gehen und der heißt Bahamas. Und den gebe ich mir erstmal auf meine Lidfalte hier im inneren Augenwinkel und da kommt auch gut Farbe drauf. Ich bin bei solchen Farben immer ein bisschen vorsichtig, dadurch, dass ich ja auch kein allzu großes Auge habe, habe ich dann immer so ein bisschen Angst, wenn da zu viel Fallout ist, dass dann einfach so das komplette Auge dann schon mehr oder weniger im Brötchen ist, dass ich es dann irgendwie nicht mehr retten kann, weil so viel Farbe dann noch mit aufs Lid gekommen ist. Aber das hier, die Farbe, die lässt sich auf jeden Fall total gut handeln. Und ist bisher auch wirklich nur da, wo ich sie aufgetragen haben möchte. Also so ein bisschen ist jetzt hier noch mit aufs Lid gerutscht. Das ist aber nicht schlimm. Das kann ich auf jeden Fall später noch korrigieren. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also manche Lidschatten, die ich habe, die trage ich auf. Und dann versuche ich es zu verblenden. Und dann ja, ist einfach alles auf dem Lid. Weiter mache ich jetzt hier mit dem Lila-Ton. Kane heißt der. Und den werde ich für mein äußeren Augenwinkel benutzen und ich habe in meiner Sammlung wirklich noch gar keinen lila Ton, der einfach so krass lilafarben ist wie der hier. Doch, ich habe einen, aber der ist halt nicht matt und das finde ich auf jeden Fall ganz cool, wenn man halt so eine Auswahl an einfach so verschiedenen Lidschatten hat. Klar, unter der Woche habe ich schon irgendwie so meine Favoriten, die gehen auch eher ins Nude rein, aber so fürs Wochenende finde ich das total geil, einfach so ein bisschen bunt zu haben und ja, und da einfach so ein bisschen variieren zu können.
Und auch die Farbe blende ich jetzt erstmal aus. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich halt in den Farben oder gerade dieses Lila nicht so, nicht wirklich in meiner Sammlung habe. Aber wenn ich das mal bei jemand anderes irgendwie gesehen habe in den Videos, sind das Farben, die am schnellsten, genauso wie Rot, ultra fleckig werden. Und das hier, das ist einfach null fleckig. Für den inneren Augenwinkel werde ich jetzt hier den Palermo gehen. Das ist jetzt für mich der erste Schimmerton. Und dafür nehme ich jetzt einfach so einen flachen. Ich finde, mit diesen flachen und streng gebundenen lassen sich solche Pigmente einfach am besten auftragen. Wobei zwischen Finger und eng und dünn, streng gebundenem Pinsel würde ich auf jeden Fall immer... Oh, ich habe was zwischen den Zähnen. Ja, würde ich auf jeden Fall immer eher zum Finger tendieren. Wobei ich versuche es jetzt einfach mal erstmal so. Auch der Ton, der gefällt mir total gut. Das ist halt so ein... Das ist kein Pink, also irgendwie so ein Pink-Rosé, eine total spektakuläre Farbe. Habe ich so auch noch nicht in meiner Sammlung. Und also die vier Farben, die ich bis jetzt benutzt habe, bin ich super zufrieden mit. Die sind einfach total gut pigmentiert, lassen sich wirklich leicht aufbauen und auch leicht verblenden. Die haben nicht so ein krasses Fallout. Also ich habe die Subculture Palette von Anastasia Beverly Hills und da fand ich, da hat es einfach, egal in welche Farbe gegriffen, in welche Farbe du gegriffen hast, hattest du irgendwann hier auf der Wange hängen. Ich werde jetzt aber doch mal meinen Finger nehmen, weil ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch was rausholen. Yes. Also seht ihr das? Hier habe ich jetzt mit dem Finger aufgetragen und hier halt nur mit dem Pinsel. Und das hier ist auf jeden Fall deutlich intensiver. Und jetzt habe ich es auch wieder hier hängen. Und dann werde ich hier diesen Blau-Grauton nehmen, der nennt sich Mediterran. Den werde ich jetzt einfach hier auf die freie Fläche geben. Also ich experimentiere jetzt gar nicht herum und nehme direkt meinen Finger. Wow! Ich habe eben meinen Tisch hier sauber gemacht und jetzt fliegen hier auch so die ganzen Pigmente von den Schimmerlidschatten herum. Da kann ich gleich direkt nochmal schön den Wischlappen schwingen. Bevor ich mich jetzt gleich säuber, werde ich hier nochmal in den Ton gehen Monte Carlo und das ist so ein Altrosa. Und damit werde ich hier oben einfach nochmal drüber gehen und ja, das so ein bisschen säubern und nochmal ausblenden. Und das Ganze dann noch quasi so ein bisschen weiter nach oben zur Augenbrauen ziehen. Okay, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass die Palette keinen Fallout hat. Ja, das war auf jeden Fall bei den matten Lidschatten auch der Fall. Aber so sehe ich jetzt nach den Glitter-Lidschatten aus. Also solltet ihr diese Palette auch ausprobieren, kann ich euch wirklich nur dazu raten, die Foundation erst nachher aufzutragen, so wie ich es jetzt auch mache, weil... Ja, das dann korrigieren zu müssen, das wird, glaube ich, ein bisschen schwer. Ich habe jetzt schon mal meine Foundation aufgetragen, schon mal abgepudert und für meinen inneren Augenwinkel werde ich jetzt diesen Goldton nehmen und einen richtig dünnen Pinsel. Und den werde ich mir jetzt wirklich nur hier quasi so punktuell auf meinen äußeren Augenwinkel aufgeben. Bis hierhin gefällt es mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und für meine untere, für meinen unteren Augenkranz, Wimpernkranz, werde ich jetzt nochmal in den Lila-Ton Cane gehen und dann noch mit dem braunen Palm oder Palm verblenden, wenn ich denn jetzt den richtigen Pinsel dafür finde. Ich werde hier so einen abgeschrägten nehmen. Der hier ist von Sueva und den habe ich immer ganz gerne entweder wirklich für meinen äußeren Augenwinkel oder für meinen unteren Wimpernkranz. Ich weiß nicht, ich kann damit einfach am besten umgehen. Also das war auch
wirklich ein echt langes Ausprobieren oder ist es eigentlich teilweise heute auch noch, ja, mit welchen Pinseln ich einfach am besten klarkomme. Aber ich finde, gerade wenn man halt so ein bisschen so eine Schräge reinbekommen möchte, finde ich diese abgeschrägene, ja, so wie es eigentlich der Name ja auch schon sagt, eigentlich ganz gut. Also entweder hätte ich jetzt hier so den machen können und hätte dann wie so ein V, oder wenn ich hier meine auf meinen unteren Wimpernkranz halt gehe, dann kann ich es halt einfach ja besser kontrollieren. Der ist halt schon ziemlich dünn und der passt sich dann hier drunter einfach total, also bei mir echt perfekt an, ohne dass das dann irgendwie zu weit runter rutscht. Also ich glaube wirklich, das ist auch so eine Typsache oder auch so eine, also erstens, was man halt selber gerne mag, dann natürlich noch die Augenform. Ich habe einfach echt leider ziemlich kleine Augen, warum ja ich nicht mit jedem Pinsel klarkomme. Ich weiß nicht warum, aber die meisten YouTuber, auch so die großen, wie eine Hatice Schmidt oder Tara oder Miss Bella und wie sie alle heißen mögen, die haben so große Augen, was ich total schön finde. Und ja, wenn die dann schon mal von irgendwelchen Pinseln am Reden waren und gesagt haben, wie toll die sind, habe ich sie mir nachgekauft. Ja, und bei mir waren die einfach immer kacke. Oder die meisten davon auf jeden Fall. Weil die brauchen halt nicht so viele kleine Pinsel wie ich, sondern halt eher die großen. Und für mich waren das dann oftmals einfach ziemliche Fehlkäufe. Und irgendwann habe ich dann angefangen, halt einfach mal kleinere zu kaufen. Ich habe halt wirklich für mich festgestellt, dass ich halt damit viel besser klarkomme. So, kommen wir jetzt endlich mal zu einer relativ neutralen Farbe. Palm oder Palm. Und den platziere ich, wie gesagt, direkt hier drunter. Also auch hier drunter. Den Rest, den habe ich mir jetzt auch schon mal aufgetragen. Aber was ich mir noch von Anastasia Beverly Hills gekauft habe, was jetzt auch rauskam, das ist ein neues Augenbrauengel. Das werde ich natürlich jetzt auch direkt mal testen. So, weiter geht's. So schaut einmal die Verpackung aus. Also nicht wirklich spektakulär. Hier ist einfach so ein bisschen Gold. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite schwarz. Ich habe mir übrigens die Farbe Blond bestellt. Ich hatte ja mal die Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills und die ist auch so geil. Aber leider hatte ich die einfach mal 10 Nummern zu dunkel. Nee, ich war halt damals noch braunhaarig und da hat sie einmal, hat sie auch ganz gut gepasst. Aber nö, blond einfach nicht mehr. So, und so schaut einmal dann die richtige Verpackung aus, wo auch das Produkt drin ist. Hier sieht man halt schon die Farbe des Produktes. Und hier, das ist halt in Gold gehalten. Sehr schlicht, aber einfach trotzdem cool. Ich kann direkt schon mal sagen, ich finde das Bürstchen für mich, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich mag es einfach bei fast allen Dingen halt ein bisschen kleiner lieber. Die Farbe gefällt mir. Also das hier ist ja meine Naturhaarfarbe und das ist jetzt ja von diesem Brow Gel, beziehungsweise Gel ist es ja nicht, sondern Dip Brow, ja doch, Gel heißt es. Okay. Und ich finde, das kommt dem einfach ziemlich nah. Also es ist jetzt nicht so, finde ich, von der Farbe her, dass man denkt so, oh Gott, ey, hätte die nicht irgendwie, weiß ich nicht, 10 Nummern heller nehmen können oder so, weil es sich einfach so krass abhebt, einfach von der eigenen Farbe. Also es ist nach wie vor alles Geschmackssache. Aber ich finde Augenbrauen, oh, fuck. Wenn die einfach wirklich viel, viel dunkler sind als das Naturhaar, finde ich halt nicht so schön. Auch das Dip Brow Gel, das gefällt mir gut. Obwohl die Bürste, wie gesagt, ein bisschen kleiner hätte für mich sein können. Ich habe ja hier vorne immer so ein paar undichte Stellen.
da wollen einfach keine Haare wachsen. Und das hat das Dip Brow Gel jetzt auf jeden Fall gut mit ausgefüllt. Wenn ich auch über meine Härchen drüber gehe, also die sind jetzt nicht steinhart. Ich habe hier noch so eine Probe von Anastasia Beverly Hills, das Clear Brow Gel. Und das macht die Haare wirklich hart. Da kann Windstufe 10 kommen und die Haare oder die Härchen, die sind immer noch perfekt an der gleichen Stelle, so wie ich es morgen gemacht habe. Aber die liegen auf jeden Fall schon an. Also die werden auf jeden Fall fixiert. Ne, man hat ja manchmal so Augenbrauenprodukte, ja, damit lassen sich halt die Härchen nachziehen oder halt auch auffüllen. Aber die sind immer noch so wuschelig weich, ne, die Haare, als wäre da halt nichts drin. Und die sind hier auf jeden Fall echt, ja, fixiert. Und ich denke, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie allzu stürmisch ist oder regnet oder man schwitzt, keine Ahnung, dann wird es auch noch bis abends halten. Wie gesagt, es hat einfach kleine Stellen halt ausgefüllt. Will ich jetzt wirklich noch meine Augenbrauen weiter nach oben ziehen, also optisch, dann bringt das natürlich nichts. Also das kann man halt mit einem Bürstchen nicht machen, da muss man dann halt wirklich einen Stift nehmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das beides so mixe. Ich habe immer momentan hier von BH Cosmetics, den nehme ich derzeit immer. Das ist halt ein Augenbrauenstift, der ist halt hier vorne dünn. Damit lässt sich auf jeden Fall schon mal die Form gut nachzeichnen. Und das hier dann zum Auffüllen, das ist so eine etwas dickere Mine und die erinnert mich an diesen Stift, diesen Groove Proof von Benefit. Genau, und ich kann mir halt vorstellen, dass ich damit vielleicht dann doch nochmal ein bisschen auch nach hinten halt verlängere und mit dem Gel hier einfach dann noch fixiere und nochmal ein bisschen drüber gehe. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, ich habe bei Kalt Beauty bestellt. Und da gab es noch so ein Gift mit dazu, 3 Produkte von Anastasia Beverly Hills. Und und ich meine, hier wäre auch unter anderem nochmal, yes, dieses Clear Brow Gel mit dabei, genau. Und dann noch einmal 2 Lippenfarben, einmal Toffee und einmal Ashton. Also ich glaube, weder die eine noch die andere Farbe, die wird jetzt hierzu wirklich passen. Aber egal, ich nehme jetzt einfach mal hier den Toffee-Ton. Also der ist schon ziemlich hell. Obwohl es geht. Also ich hatte schon deutlich hellere. Und was ich halt richtig cool an Cult Beauty finde, da gibt es halt auch Proben. Also so wie man es irgendwie von Douglas kennt. Und das hat man halt bei Beauty Bay nicht. Ich hatte halt gehört, bei Beauty Bay hätte es das wohl irgendwie ein bisschen günstiger gegeben, also die Palette. Aber wie gesagt, da gibt es einfach keine Proben. Obwohl so schlecht finde ich die Farbe gar nicht, also die Lippenfarbe. Es hebt sich auf jeden Fall ein bisschen auf. Also die stark geschminkten Augen und die ziemlich dezenten Lippen. So, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zur Palette zurück. Mir gefällt auch das Packaging total gut. Dieses Maritime, also wie man sieht, mein T-Shirt ist halt auch maritim. Ist jetzt nicht so, als würde mir der Look halt nicht gefallen. Und das hier ist wie so ein Jeansstoff. Also es fühlt sich halt so in der Art wie so Jeans und ein bisschen geriffelt. Ja, nicht geriffelt. Keine Ahnung. Also es ist im Vergleich zu den anderen Paletten, die hatten ja eher wie so einen Samtbezug hier drüber, ist das auf jeden Fall schon was anderes. Nochmal die Farben. Ich finde die Farben wunderschön und auch den Ton Seychellen. Der erinnert mich ziemlich an den aus der Hatice Schmidt Kollektion bzw. Palette. Dieses Türkisblau, mega schön. Was ich außerdem ja auch schon gesagt habe, was ich nach wie vor gut finde, ist, dass hier
halt matte Töne drin sind und halt diese Schimmerlidschatten, damit man einfach nicht immer hin und her swatchen muss. So, einen Pinsel gibt es natürlich wie immer dazu. Wer die Anastasia Beverly Hills Paletten kennt, der weiß, hier ist halt immer ein Pinsel drin. Ich habe den jetzt einfach mal rausgenommen, damit der halt nicht runterfliegt. Also hier ist er einmal. Und natürlich auch ein Spiegel. Finde ich auch ja, sehr von Vorteil einfach, gerade wenn man unterwegs ist. Dann ist es einfach leichter, wenn der Spiegel direkt in der Palette natürlich mit integriert ist, als wenn man irgendwie beides halten muss, wenn man keine Ablage hat. Ja, sie ist sehr bunt, auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht für jedermann, jedermanns Geschmack trifft. Ich finde es, wie gesagt, also für den Sommer, ach, scheißegal, ob Sommer oder nicht, kann ja auch Winter sein, finde ich es, wie gesagt, einfach tolle, tolle Farben. Wer Farbe einfach gar nicht mag, dem wird es, glaube ich, nicht gefallen, weil wir haben hier einfach nicht allzu viele neutrale Farben. Also die gehen vielleicht noch, diese 5, und dann halt noch dieser Braunton hier. Aber sonst sind es einfach poppige Farben, muss man einfach so sagen. So, mich interessiert natürlich, wie ihr die Palette findet. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!